Zauberwaffe. Brauchen wir die? Ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei unserem Standard hier. Obwohl, wir können akustische Köder können wir auch verwenden. Aha, und der erste piekt schon ins Nichts. Jetzt geht es nämlich hier runter in die Tiefen. Die Untiefen. Direkt gelogen. So. Soldatenseele. Soldaten. Aha, guck mal. Da hinten. Könnte man eigentlich direkt eine verpassen. Wer so frech auflauert. Naja, gut. Kann man die anknuspern? Ist nicht wahr. Das habe ich noch nie gemacht. Okay. Dark Souls, das vermeintlich schwerste Spiel, wo gibt. Einmal und zweimal. Hm. Das ist fragwürdig. Ja, manche sagen, Dark Souls ist schwer, aber nie unfair. Das war schon ziemlich... Was geht denn da ab? Moment, ich muss die Kamera... So. Der Typ ist ja total fertig. Zack. Dreht jetzt wieder durch. Der will da durch. Der Typ blockiert ihn aber. Ja, das findet er nicht so gut. Okay, ich glaube, jetzt habe ich wirklich fast alles gesehen im Spiel. Die sind ja alle durch. Oh, das war aber eine knappe Kiste hier. Ach ja, da unten haben wir den Butcher. Was es wohl Leckeres gibt. Ich glaube, das will man gar nicht wissen. Ah, da sieht man an, die wollen alle links rum um den Tisch. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, damit habe ich nicht gerechnet. So, hier oben ist ja eine Assassine. Er ist ein bisschen dick für ein Assassine, oder? Er ist ein Massassine. Gut, ach komm. Was soll der Geiz? Oh, soll mal reingehauen. Halb Energie. Ja, mit so einem Stoffkittel ist gar nicht mal so. Ist das hier gar nicht mal so easy. Gut. Der, die das hackt hier mal munter weiter. Findet er nicht gut? Ja, was ist? Links, rechts? Kommt noch was heute noch oder? Nö. Ist wieder schlafen gelegt. Ich kann das den ganzen Tag. Nein, genau das habe ich mir schon fast gedacht. In die Suppe. Hm. Sag mal, was ist denn mit meinen Reflexen passiert? Gibt's die noch, oder? Hm. Okay, wir haben keine Heilung mehr. Aber wir haben noch den akustischen Köder. Den werden wir gleich mal einsetzen.
So, der Tisch hat's hinter sich. Manchmal... Oh, leck mich am Kittel. Die Kamera wieder mal zeigt mir einen Balken. Ja, der Feind vor der Tür steht. Bleibst du mal hier? Oh, oh. Oh, das war knapp. Ach halt, wir haben ja noch... Es düs... Genau. Metal, Leute. So, hier wird die erste... Ne, die zweite Glut. Diesmal die große Glut. Mit der großen Glut kann ich diese hier... Lässt du mich jetzt mal in Frieden? Wir können den Speer hier zum Beispiel auf Level 6 verbessern. Genauso wie die Partizane. Und dann können wir das mit Standardmaterial wieder auf plus 10 bringen. Und wenn wir dann die Riesenglut finden, können wir das Ganze auf Level 11 und so weiter. Aber man kann von 5 gibt es Abzweigungen. Ich habe ja schon die göttliche erwähnt. Jetzt könnte man zum Beispiel die Waffen auch krude machen, beziehungsweise roh. Oder raw, wie es im Englischen heißt. Damit kann man dann die Skalierung runterschrauben. Das heißt, die skalieren nicht mehr mit C und D, sondern vielleicht damit E und D oder so. Man bekommt also weniger für seine Werte, für seine Attribute spielen dann nicht so eine große Rolle bei der Schadensberechnung. Dafür ist der Grundschaden der Waffe dann höher. Das heißt, wo ich vorher irgendwie, sagen wir mal, mit dem Speer hier 50 bekommen durch meine Geschicklichkeit und mein bisschen Stärke, würde ich dann, wenn ich das Ganze auf Krude mache, würde ich vielleicht nur noch, weiß ich nicht, 15 oder 20 dazu bekommen. Dafür ist der Grundschaden aber, weiß ich nicht, bei 25 höher. Also rechnet sich es dann vielleicht. Das macht man dann sinnvollerweise zum Beispiel nicht mit einer, wie hier mit einer Waffe, die sowieso schon gut mit Dex, also mit Geschicklichkeit skaliert, sondern dann vielleicht eine Stärkewaffe oder was Magisches oder sowas. Wobei geht das bei magischen Waffen? Ich glaube nicht. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. So. Jetzt könnte ich da runter. Da geht es runter in die Tiefen. Oder wir versuchen erstmal was Sinnvolles. Wir begeben uns zu dem Dickerchen, das vorher hier Ärger gemacht hat. Und das scheint nicht zu gehen. Was tun? Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal entweder da runter oder eine Kamikaze-Aktion. Okay, das will nicht. Dann... Der hat wirklich keinen Bock. Aha, jetzt. Das war... Naja, so... Ich sag mal, okay, würde ich das behaupten, würde ich sagen. Ja. Hier gibt es nämlich jetzt auch noch einen Kollegen. You. Yes, you. Here, over here. Please, you must help me. Ich kann dich nicht sehen. Na, ja, da ist er. Thank you. Ein kluger Mann. Been eating alive. Ihre. Thank you. Ihre Mahlzeit. Thank you, dearly. I'm Lorenzius. Okay. Also der Typ ist, wie man an seiner leuchtenden Pfote sieht. Der Typ ist ein Pyromant. Den hätten wir am Anfang ja auch ausbilden können. Der mit Level 1. Pyromanten sind gut, man kann sie natürlich als ganz normalen was auch immer spielen, aber interessant an ihm ist eben, oder an der Pyromantie an sich, oder Pyromanie oder wie auch immer, die skaliert nicht. Also das heißt, man hat bei Zaubern zum Beispiel mit mehr Intelligenz machen die mehr Schaden. Wenn ich mit einem, ich sag mal, Kleriker einfach so, wenn die der Wille höher ist, die, das Attribut Wille, dann mache ich dadurch mehr Schaden oder heile mehr oder sowas. Bei ihm oder bei einem Pyromanten ist es so, die Hand kann ich, also diese Feuerhand, nehmen wir es gleich Pyromanten, Pyromantie-Flamme oder so, dann kann ich die aufbessern.
und bekomme dadurch dann mehr Schaden. Das heißt, ich kaufe mir einfach weiß nicht, einen Feuerball, Feuerkugel oder so eine Verbrennung, die ein schneller Angriff nach vorne ist, wo einfach so eine Feuerwolke vor einem entsteht. Sehr, sehr effektiv. Und wenn man das Ding aufpowert, ist das Spiel eigentlich eine Lachnummer, weil gerade Feuer, viele Endgegner sind gegen, oder Hauptgegner sind gegen Feuer sehr anfällig. Abgesehen von einer Stelle, wo wir jetzt auch hinkommen, wenn wir hier mit durch sind, ich würde nämlich sagen, wir gehen den Standardweg. Ja, natürlich gehen wir den Standardweg. Am Ende unseres Weges, wenn wir die zweite Glocke läuten, so wie er es dann meinte, eine ist ganz oben, die andere ist nämlich in der Tat, es gibt zwei davon, die ist ganz unten. Und wir befinden uns ja schon in den Untiefen. Es geht aber noch weiter runter. Unten ist nämlich Schandstadt, also die Pechstadt. Ja, und die ist komplett immun gegen alles an Feuer. Ich habe das nämlich bei meinem letzten Run mal versucht, also wirklich keine Waffen zu verwenden. Auch wieder Hausregel, ne? Wo ich dann die Pyromantie oder Pyromanie benutzen muss. Ich darf nichts an Waffen benutzen. Ja. Und dort ran ist es dann logischerweise gescheitert, relativ früh. Und habe dann, um überhaupt irgendwie weiterkommen zu können, habe ich dann gedacht, gut, dann benutze ich eben ein bisschen ein paar Zaubersprüche. Allerdings habe ich auch einen Ring genommen, der mir die Lebensenergie halbiert, damit ich einfach mehr Schuss habe. Also quasi sehr oder schwer bestraft, weil, na was ist bestraft, aber ich habe halt eine ziemlich harte Variante gewählt, um um diesen Fehler wieder auszugleichen. Oh, Moment, ich hab's gleich. Ja, muss dann auf jeden Fall mit Zauber an die ganze Sache ran, ohne Intelligenz. Das hat natürlich auch besonders viel Spaß gemacht. Und dann einen sehr, sehr ausdauernden Kampf, wo ich beim ersten Mal gemerkt habe, auch hier nach meinem, was, 60 oder 80 Schuss und minutenlangem Kampf, yo, ich habe nicht genug Munition. Bin dann auch draufgegangen in dem Kampf. Muss das Ganze dann nochmal machen, muss dann irgendwie umskillen und schwerere Zauber benutzen, weil es anders einfach nicht machbar war. Natürlich hätte ich auch irgendwie eine richtige Waffe nehmen können, aber ich habe ja gesagt, keine Waffen benutzen. Und da muss man sich auch dem Ganzen unterordnen, wenn man das schon so festgelegt hat als Hausregel. Da kann ja jeder kommen. Auch wenn das zweite Dark Souls eigentlich Müll ist, was das hier angeht, ist es tatsächlich mal positiv zu erwähnen. Denn im zweiten würden diese, oder da skalieren die Wurfmesser mit der Intelligenz. Das heißt also, wenn ich, wenn ich also viel Intelligenz, viel Geschicklichkeit, nicht Intelligenz, wenn ich viel Geschicklichkeit mitbringe und je stärker ich werde, desto stärker werden auch die Wurfmesser. Hier merkt man es schon, die ist am Anfang vielleicht noch ganz nett, da macht man Gegner mit ein, zwei Würfen platt. Mittlerweile brauchen wir schon drei. Und wenn ich jetzt an die dicken Gegner denke, die noch kommen mögen, ja, da ist also nicht mehr viel mit Wurfmessern zu reißen. So, Intelligenz haben wir am Maximum. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Resistenz wird immer so belächelt. Allerdings, was hier wirklich auffällt, ist, dass jetzt zum Beispiel, wenn man sich die Werte anguckt, bei physischer Abwehr haben wir 2 Punkte. Okay, aber das rechnet sich. Und wenn ich überlege, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine meiner Rüstungen, sagen wir, ich habe eine Eisenrüstung oder sowas, und die gibt mir 30 oder 40 Schutz, ja, und ich bessere das Ding einmal auf, dann kann es sein, dass ich eben 42 bekomme. Dann bessere ich es nochmal auf, dann bekomme ich eben von mir aus 44. Das Gleiche kann ich im Grunde erreichen, indem ich einfach ein paar Punkte in die, in die Resistenz stecke. Ich habe dann auf der einen Seite Giftresistenz ganz rechts, die geht recht schnell hoch. Der Balken wird also geht, ja. Ich halte also länger Vergiftung aus, auch Toxin zählt darunter, das ist also sehr, sehr effektiv. Und vor allem die physische Abwehr und das Ganze und Magieabwehr und so weiter. Also ich mache mich einfach härter, wenn man so möchte. Und kriege nicht mehr so dermaßen drauf, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Man muss es jetzt nicht aufs Maximum bringen. Aber das lohnt sich vor allem dann, wenn man mit Stoffrüstungen durch die Gegend läuft.
Denn die aufzubessern ist jetzt auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber man merkt den Unterschied. Ne? Ein bisschen aufgebesserte Stoffrüstung, ein bisschen was in Resistenz. Und dann wirkt das Ganze wie eine schwere Rüstung. Aber sie ist halt extrem leicht. Und wenn ich dann mit Sachen wie Elementarwaffen rumlaufe, die sowieso nicht mit irgendwelchen Werten skalieren, dann muss ich mir auch um Stärke und Geschicklichkeit und sowas gar keine Gedanken machen. Dann habe ich halt einfach eine gute Stoffrüstung, ordentlich Resistenz drauf, nimm nicht so hart oder nicht so viel Schaden. Ja, und der Gegner kriegt trotzdem ordentlich drauf durch die Elementarwaffen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen aufleveln, aber was? Eigentlich Beweglichkeit, ne? Wir haben gesagt, primär Ditte. Wille ist wahrscheinlich auch so 15, 18. Viel mehr werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Oder es wird... Ja, wir bleiben mal bei Beweglichkeit. Für den Moment... Ja. Da können wir auf jeden Fall nichts falsch machen. Oder ein Dorf oder wie oder was? Ne, wir versuchen es einfach mal so. So, da vorne waren wir. Ich überlege gerade wo. Aber wir gehen erstmal hier rein, genau. Ich glaube, dass wir nämlich etwas Entscheidendes tun. Ne? Rattenplage. Wie widerlich. Wir wechseln mal zur Partisane. Wir hoffen, dass es jetzt mal wenigstens funktioniert. Oh, ein Traum. Es sind 5 auf einen Streich, wenn ich richtig gezählt habe. Eine Großaxt. Das ist natürlich überhaupt nichts für uns. Wir können nicht damit umgehen. Und jetzt Spoiler. Zack. Na, nicht fliehen, nicht fliehen. Mist, fliehen. Ja, doch, die Partisanen ist ja unter ganz angenehm. Wir können stechen und wir können so Schwinger machen. Und was sehen wir da? Eine niedliche kleine Maus. Da steckt eine Axt im Auge. Gelbe Zähnchen. Okay. Also die, ja, war auch lustig. Müssen wir wahrscheinlich dann auch im Nahkampf machen, ne? Das scheiß Vieh. So, jetzt muss ich gucken. Hier gibt es nämlich teils die Möglichkeit, hinabzustürzen. Das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Wir brauchen... Hier die Bandbomben. Ach, sind wir einfach mal verschwenderisch heute. Zack, zack. Gut, das war jetzt nicht ganz so. Das geht ab. Okay. Ja, komm schon, komm schon. Oh, wieder nicht angevisiert. Wieso genau will der eigentlich nicht die Bomben verwenden? Was heißt, sie eigentlich wollen? Wieso gehorcht er nicht? Wenn ich den Befehl zum... Oder bin ich einfach nur ein Idiot und werfe die ganze Zeit daneben? Das kann nämlich auch sein. Das ist sogar wahrscheinlich. Interessant ist auch, wer die da reingepackt hat und komplett wieder zusammengebaut. Aber hier dann wiederum nichts. Aber natürlich 2 da, 2 dort. Schockeffekt, aber... Naja. Große Scherbe. Ich sage immer gerne große Scherbe, weil es gibt eine rote Cholle oder Zolle oder sowas. Mit SH oder SC oder sowas. Haben sie einen kleinen Schreibfehler drin in der Version. Oder ist das noch drin? Ich weiß es gar nicht. Das ist schon rausgepatcht worden. Auf jeden Fall fand ich das in der deutschen Version sehr lustig. Und deswegen bleibe ich immer bei Rote Cholle. Und deswegen auch so ein kleines Scherben. Wir beherrschen ja das SCH aus dem FF. Oder FF.
muss wirklich aufpassen, nicht, dass ich irgendwie abschmiere, weil hier gibt es teilweise lustige Schächte hinab. Noch mehr Menschlichkeit nehmen wir. Lustige Schächte hinab. So.